Hallo meine Freunde, heute ist ein sehr trauriger Tag, denn nicht nur mein Audio-Aux-Books-Dingens in meinem Rechner ist kaputt gegangen, nein, meine Eiser möchte nicht funktionieren. Ergo muss ich wieder auf meinem iPad Mini Videos machen, das ist so toll, so toll. Übrigens, das Tablet steht jetzt gekonnt auf meiner Müsli-Schüssel und meinem Wasserkocher. Dieses Video mache ich eigentlich nur, weil ich in die Stadt gehen wollte, aber ich noch auf den Postboten warte, aber morgen nicht wieder zur Post gehen will. Deswegen warte ich jetzt ganz geduldig auf den Postmann, Frau, um mein Paket zu kriegen, um dann in die Stadt eventuell gehen zu können, falls es nicht dann auch schon zu spät ist. Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee im türkischen Stile aus einer Schleichwerbungstasse. Ich werde übrigens nicht bezahlt. Obwohl ich gerne einen Bohrer von denen hätte. Oder einen Akkuschrauber. Pff, Hitachi, gebt mir bitte einen Akkuschrauber und einen Bohrer. Heute geht es aber um ein anderes Produkt. Es ist diese Schokomilch. Keine Ahnung, woher die ist. Die stand bei meinen Eltern rum. Und jedes Mal, wenn ich bei denen zu Besuch war, speziell um Sonntagmittag zu essen, hat mich die hier angelacht und ich wollte sie unbedingt probieren. Und dann beim fünften Mal, in dem ich dann longingly sie angeguckt habe, meinte mein Vater dann letztendlich, nimm sie mit, nimm sie mit. Und dann habe ich sie geschenkt. Dieses Video mache ich jetzt nicht, weil ich denke, dass das hier ein atemberaubendes Produkt werden wird. Obwohl Schokomilch ist eigentlich prädestiniert dafür, wundervoll zu sein. Ja, wir werden es sehen. Ich finde, fände es eigentlich zu schade, das einfach so, während ich irgendwas an meinem Rechner mache, hinterzuschütten, ohne euch daran teilhaben zu lassen. Bin ich nicht liebenswürdig? Haha! Also, erstmal. Schick, schick, schick. So, ich definiere jetzt als gut geschickt, nicht geschält, geschickt. Wusstet ihr eigentlich, dass die originalen M&M's die ohne Nuss sind, also quasi die M&M Smarties? Und das hier riecht wie die M&M's mit Nuss. Das ist ja voll krass. Um euch das braune Gesöff zu zeigen, habe ich das beste Glas meiner Sammlung rausgeholt. Freiberger Bier. Und dieses Logo ist nicht mehr aktuell. Also eine sehr hohe Viskosität. Und jetzt schmeckt es mehr wie Pudding. Wie Schokopudding. Aquadinder Schokopudding. Egal welche Produktion. Geil. Aber ich glaube, das hier sollte man nicht in einem Zug trinken, weil die 350 Milliliter und ich weiß nicht, wie viel Zucker da drin ist, würden einen früher oder später energietechnisch und aufgedrehtheitsmäßig sehr schnell auf die Palme bringen. Beziehungsweise deine Mitmenschen auf die Palme bringen, weil man dann so ein Drehbumbum ist. Nein, ich weiß nicht, wovon ich rede. So, ich lasse euch jetzt mal wieder in Ruhe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.